25 plus 1 Jahre Augustin, 26 Jahre, mehr als ein Vierteljahrhundert. Wir feiern einerseits, weil wir letztes Jahr nicht feiern konnten, aber wir feiern auch, weil wir die besten Kollegen und Kolleginnen der Welt haben, mehr als 300 Verkäufer und Verkäuferinnen, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert den Augustin in die Straßen, in die Stadt bringen, zu seinen Leserinnen und seiner Kundschaft. Und bei denen müssen wir uns einfach mal gehörig bedanken. Was ist cool am Augustin? Alles. Ich bin beim Augustin seit schon fast 10 Jahren jetzt und ich bin für den Dichterinnenteil, also den Literaturteil des Augustin zuständig. Der Augustin steht für mich für ein wunderbares Sozial- und Medienprojekt, das eben jetzt schon über 25 Jahre besteht, das sich selbst erhalten kann, das also unabhängig ist von irgendwelchen großen Geldgebern und der halt eben eine bestimmte Art von Publizistik einfach möglich macht. Also ich möchte nirgends anders arbeiten. Ich bin jetzt seit einem Jahr beim Augustin. Ich bin verantwortlich für Administration, für die Buchhaltung, für den Abo-Versand und seit Juli mache ich auch noch den Inseratenverkauf und die Beilagen. Ja, der Augustin steht für mich einfach für Unabhängigkeit und einfach wirklich das zu sagen, was ansteht in der Gesellschaft, was politisch relevant ist, und durch die Unabhängigkeit darf er, kann er alles sagen und das finde ich echt richtig, richtig gut und wichtig. Was wäre Wien ohne Augustin? Diese schöne, schöne Zeitung. Unabhängig, frei, aufklärend. Geschichten über uns, über die Menschen, über das echte Leben. Schön geschrieben, lyrisch, poetisch. Es ist einfach eine wunderbare Zeitung und ich bedanke mich, ich glaube, für alle, an die Redaktion, an die Journalistinnen, an die Verteilerinnen, an die Grafikerinnen, die ganze große Familie, die damit dabei ist, mit allen Zusätzen für Menschen in Not und Menschen aller Art. Diese diverse Zeitung zu haben, ist ein Segen für Wien und ein großes, großes Dankeschön an die Augustin-Familie. Alles Gute zum Geburtstag! Also mein Name ist Thomas Griebaum, ich zeichne den Gustl-Strip und ich bin seit 25 plus ein Jahr beim Augustin. Mein Zugang ist Humor. Warum ist der Augustin wichtig? Also grundsätzlich bin ich ja sowieso der Meinung, dass der Augustin also einer der besten Zeitungen der Stadt ist. Und gleichzeitig auch einer der am wenigst bekanntesten Zeitungen der Stadt. Und der Augustin ist deswegen wichtig, weil er so ein bisschen ein Leuchtturm ist in einer Zeit, wo jeder nur auf sich schaut und wo Geld verdienen die oberste Prämisse ist und wo ein bisschen ein Arschloch sein quasi irgendwie zum guten Stil gehört. Und ich denke mal, der Augustin ist genau das alles nicht. Mein Name ist Alfred Ammann. Ich wohne im 16. Bezirk, bin seit Beginn Augustin-Verkäufer. Der Augustin ist für mich wichtig, weil er eben irgendwie Leuten, die es nicht so leicht haben im Leben, die Chance gibt, irgendwie bis auf die Beine zu kommen. Ich verkaufe den Augustin schon das 8. Jahr in der Otterkringer Brauerei, das sieht man ja auch, also Otterkringer.
und Ding und habe seit 1,5 Jahren einen Hund, der ist 7 Jahre alt, also heißt Lilo. Und wie gesagt, mich kennen die Leute dort schon alle und ich darf da rein als einziger Kolporteur mit der Zeitung und nachdem ich in der Nähe wohne, ich wünsche dem Augustin und seinem Team noch weitere 25 oder auch mehr Jahre, also dass es so weitergeht. Alles Gute! Komm, du glaubst, du musst mit Pflanzen so da bitte nicht und wie, weil ich bin ein sehr schlecht aufgehend und das ist nicht gut für dich. So da lieber geh ein anderes mehr um, weil ich bin nicht gut. Hallo, ich bin der Mario vom Stimmgewitter. Uns gibt es mittlerweile seit 20 Jahre plus 1. Also wir haben uns genau im September 2000 am Volksstimmefest gegründet. Wir waren nicht mehr ganz im einwandfreien Zustand. Wir haben uns aber am Tag danach noch erinnern können, die Ricky Batzer und ich, dass wir einen Chor gründen wollen. So ist das dann auch passiert. In diesen 21 Jahren auch sehr schöne Kooperationen gehabt mit heimischen Musikern und Musikerinnen. Und ja, letztes Jahr durch Corona sind wir um unser 20-Jahres-Fest umgefallen und das holen wir heute in der Arena nach. Da wir keine Noten können und sonst halt auch keine Instrumente, nehmen wir uns halt schon bestehendes Liedgut her, fragen befreundete Musikerinnen und Musiker und arrangieren das gemeinsam mit denen neu. Also wir haben und wir singen eigentlich quer durch den Gemüsegarten. Also von wir haben eine Kooperation mit einer Punk, mit einer Hardcore-Punk-Band von Seven Sue aus Linz. Wir spielen teilweise ein experimentelles Wiener Lied mit dem Kollegium Karlsburg. Wir haben auch mit deutschen Künstlerinnen wie mit der Bernadette Hengst oder mit dem George Cameron von den Goldenen Zitronen oder den Sternen schon Programm gemacht oder den wunderbaren Hip-Hop-Buben von Texter. Also wir legen uns auf keine Sparte fest. Wir spülen und singen quer durch den Gemüsegarten.